Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Drawn 2, Flucht aus der Dunkelheit. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Destined to rule, but pursued by shadows. A trusted friend, broken, but not defeated. A tyrant, wrapped in the darkness, ambitious and cruel. Three beacons lay cold on the corners of a kingdom. If their fires are lit, shadows will be pushed into the light. They stay dark, they will be a reminder of a future queen and her kingdom, forever ruled by the night. Ja. Das ist die Glocke aus dem ersten Teil, schätze ich. Ja, der Tyrann wollte Iris beseitigt schaffen, doch du hast sie gerettet. Er hat auf der Suche nach euch beide den Turm zerstört. Gut, dass du dich inmitten des Gerölls bei der Glocke versteckt hast. Du musst die Feuer der Türme einfachen, damit Iris Königin werden kann. Franklin. Ja, wie ich es mir gedacht habe, das ist genau die Glocke. Ich brauche diese Anleitung nicht. Ich warte in der Bibliothek auf dich. Die Flammen der Türme müssen brennen, Iris. Was? Wie? Da stand ausblenden? Kann man das hier? Okay, nee. Das Spiel. Ich brauche diese Ding nicht. Ein Lichtstrahl leuchtet direkt auf diesen Bereich. Ein Stein. Okay, hier fehlt auf jeden Fall noch was. Gut. Finally, someone has come. My name is Franklin. This tower was my home. Iris's home. But was attacked by the king. He pursues Iris still. But she has escaped in the pages of a magical book. Find your way to the library. Ah, wir sind wieder im selben Turm. Okay, okay. Ich bin zwar zerbrochen, aber meine Seele begleitet dich auf deine Reise. Wenn du Hilfe brauchst, klicke auf meinen Konter frei. Ich helfe dir, wo immer ich kann. Die Wachtürme sind unsere letzte Hoffnung. Wir haben jetzt mal den Hebel. Dann setze ich den jetzt mal ein. Wenn die Feuer brennen, werden der Tyrann und seine Schatten fliehen. Nur du kannst die bevorstehenden Gefahren meistern. Erleuchte den Weg mit den Augen des Löwen.
Ohne eine Art Brücke kann ich da. Achso, okay. Ah, das wusste ich nicht. Okay, spiegelndes Glas. Na, okay. Hat sich dann von alleine erledigt. Jetzt sehen wir da auch was. Da fehlen zwei Tränen. Das Licht der drei Türme hat seit jeher die bösen Schatten vom Königreich ferngehalten. Als der Tyrann einfiel, erlöschen die Flammen. Seit jener Nacht verstecke ich mich mit Iris in dem Turm. Treibe die Schatten mit dem Licht der Flammen. Nun dann kann Iris zur Königin gekrönt werden, Franklin. Hilf Iris, indem du die ersten beiden Feuer entfasst. Doch nur Iris kann das letzte Feuer entzünden. Ich habe sie geschult. Aber wird sie die Aufgabe meistern? Der Finder dieser Nachricht möge sich nach oben in die Stadt begeben. Es wird nicht einfach sein, aber mein Wissen wird dir unterwegs helfen. Entfache die ersten beiden Wachtürme und finde dann Iris. Gib ihr Kraft. Hä? Ein Papierphönix, der durch die Nacht fliegt. Ich habe... Ach so. Okay. Dann haben wir's.
Moment, einmal mein Notizbuch rauskramen kurz. So. 5 nach da. Süd. West. Nach da. 3 nach da. Und 6 nach da. Das habe ich mir notiert. Gut. Dann 5 nach da. Dann Südwest. Dann 3. Dann 6. Nicht richtig? Ich weiß nicht. Ah. Moment, 5. 10. 3. 6 ist da. Ich mache die ganze Zeit 11, ich Idiot. Nochmal die 5, dann die 10, dann die 3 und dann die 6. Gut, dann war das die 10. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir jetzt 3 Gegenstände erhalten. Der wilde Sturm verhindert jegliche Kommunikation mit meinem Liebling auf der anderen Seite des Meeres. Man erzählt sich, dass in fernen Landen eine finstere Macht droht und ich fürchte um das Wohlergehen meines Schatzes. Könnte der Sturm doch nur auf das weite Meer hinaus geblasen werden? Bitte, hilf mir. Gut. Wir schauen uns in der nächsten Folge weiter um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.